Wir bauen jetzt mal eine Wachstube hin. Weil ich die Befürchtung habe, dass eine Baracke, dass ich will das Gebiet hier oben ja auch haben. Wir wollen das ja auch, wir brauchen das ja auch. Und deswegen machen wir das jetzt so. Hier ist auf jeden Fall viel Möglichkeiten für Fisch hier unten. So, hier sieht schon mal gut aus. Alter Schwede, was ist denn da los? Der ist immer noch unterwegs. Ah, hier sind überall Eisbären. Geil. Geil. Ja, wo führen uns diese Tore hin, ey? Von den nubischen Stämmen zu den Wikingern. So, gleich noch einen zweiten Bauernhof bauen. Ah ja, hier wollten wir einen Brunnen. Ich kann's nicht lassen. Ich kann's einfach nicht lassen. Nein! Nein! Jetzt können wir... Willst du mich verarschen? Okay, ciao. Yippie. So. Wir haben auch schon zwei Boote. Siedler haben wir... Gehilfen haben wir einige. Das ist kein Problem. Das ist in Siedler 1 doch ein bisschen langwieriger. So, das Gebiet hier oben, denke ich, werden wir früher oder später noch ein bisschen erweitern. Also einfach noch eine Forsthütte hier irgendwo hinklatschen und dann noch einen Holzfäller und ja. So, hier müssen wir irgendwie schauen. Ich hoffe mal, dass die Hütte hier unten das Gebiet wirklich mitnimmt. Ja, wo würde ich mich aufregen? Instant Rage Quit, wenn das nicht der Fall ist. Spiel deinstallieren. So. Dieses kleine Hafengebäude ist dann auch bald fertig. Das ist sehr schön. Der Erik. Erik sitzt da am Strand und gönnt sich. Dann werden wir bald eine Brauerei bauen müssen, damit wir den beschwichtigen können. Apropos Brauerei! Brauerei, wir brauchen natürlich eine Brauerei. Dafür brauchen wir Heu. Odin, du hirnverbrannter Vollhorst. Hier die Fahne hin. Ist überall Kohle, ist schon geil. Ganz wichtiger Weg hier. Ist der hier unten immer noch am Suchen? Nee, oder? Und wenn, wir schicken da oben jetzt noch einen Gelehrten hin. Nice, der Holzfäller wird noch besetzt. Okay, geil. Sehr schön. Aber jetzt, 5 Holzfäller sind eh viel. Ja. Passt auf. Ah nee, das ist der Planierer. Ich dachte, das ist der Förster. So, ja, Holz und Stein geht langsam zu Neige. Wegen, dezent wenig vielen Bauaufträgen. So, Wasser gefunden. Sehr schön. Am besten irgendwo hier hin. Hier zum Beispiel. Hier wäre auch nicht... Nee, da kann noch ein Feld rein. Vielleicht können wir hier sogar... Können wir hier früher oder später... Warte mal, so? So. Dann haben wir nämlich hier noch ein bisschen Platz, also er zumindest für sein Feld. Yippie.
So, der holzt hier oben gut ab. Super, was haben wir hier oben gefunden? Kohle, überall Kohle. Gut, Brunnen ist auch gebaut. Der Bauer macht sich auch auf den Weg. Und hier haben wir unser Hafengebäude. Starte Expedition. Nun? Information. Ein Schiff kann nur in einem Hafen B und entladen werden. Auch Expeditionen können hier vorbereitet werden. Sie können bei Bedarf bestimmte Waren aus dem Hafengebäude entfernen lassen oder deren Einlagerung stoppen. Wählen Sie dazu zuerst den entsprechenden Button und dann das gewünschte Waren- oder Berufssymbol. Ah. Okay, wir haben jetzt hier Expedition starten gedrückt, aber ich glaube nicht, dass da großartig was passiert. Doch, hier wird Holz hergetragen. Oh wow, ich bin so gespannt. Ach, das zählt als Lager, das Hafengebäude. Interessant, interessant. Gut, wie sieht's hier aus? Ja, er ist am Arbeiten, der ist auch gut am Arbeiten. Stämme haben wir genug. Einer sitzt vorm PC. Ja. Lol. Oh Gott, dieser Begriff. Warum? Warum? So, Schweine sind da. Kriegen auch schon Wasser aus dem Brunnen. Wunderbar. Hier wird jetzt das Holz hingebracht. Das stapelt sich hier. Haben wir irgendeinen... Also, wir warten einfach mal. Ja, hier haben wir schon einen Platz. Hier wäre es ganz schön. Hier wäre es ganz schön. Brauchen wir jetzt keinen Geschiss machen. Überall Kohle bloß. Was heißt bloß? Passt natürlich auch, aber... Soll ich hier gleich den Goldtransport sperren? Sieht's denn aus? Ne, wir haben nicht mehr so viel Gold. Wir haben's. Ja, und es kommt auch schon runter. Schade. Gut, das gehört alles. Boah. Kommen wir hier durch? Ja. Alter Schwede, was für ein Gebiet. Was für ein riesiges Gebiet haben wir denn hier abgestaubt? Also ich meine, vom Steinvorkommen her, nice! Hier, der baut richtig viele Felder an, das ist sehr gut. Überall wird gearbeitet. Ah ja. Der Jäger ist auch gut unterwegs. Ob der die Eisbären jagt? Ey, was machen die da? Bringen die ganzen Sachen hier rein? Ich weiß nicht, was da passiert. So. Hier ist richtig schön zugebaut. Das gefällt mir eigentlich ganz gut. Finde ich gut, wenn wir das hier so effizient nutzen. So, Schweine sind zumindest halbwegs glücklich. Fleisch arbeitet auch schon sehr schön. Wir generieren Nahrung. Und wir haben ja noch nicht mal hier unten Fischhütten gebaut. Wir haben ja überall Küste. Ah, das wird nicht ohne sich da durchzuarbeiten. Das wird gar nicht mal so einfach. Ich würde jetzt sagen, dass wir oben mal ein bisschen Kohle abbauen.
So. Oh ja, ich liebe es, wenn das so hässlich ist. Bauen wir hier schon mal ein bisschen Kohle ab. Dann ist es zumindest bei uns eingelagert. Schade ja nicht. Ja, was haben wir? Eisen und Gold. Ja, wir hätten schon Gold. Wir könnten schon einschmelzen. Ich will jetzt aber gerade noch keine Goldschmelze bauen. Weil sonst bringen die nur wieder automatisch hier irgendwie in die ersten... Hier mal so schnell rein oder so. Und dann ist das... Haben wir es verkackt. Was ist, wenn ich hier drücke, dass sie die Boote... Wir haben noch zwei Boote. Bedeutet das, dass das Boot rausgetragen wird? Ey, mir gefällt das eigentlich überhaupt nicht, dass die alles hier reintragen. Ich bin gerade ein wenig skeptisch, deswegen bin ich so ruhig. Jetzt bringen sie das Holz wieder. Was? Naja. Was soll denn schon passieren? So, hier kann der Steinmetz hin. Sehr schön. Kohle wird jetzt dann auch abgebaut. Hier kommt noch ein Sägewerk hin, genau. Ja, weil hier hoch geht's nicht weiter. Das hätte keinen Sinn gemacht, da weiter auszubauen. Nee, wir haben das bisher schon sehr gut gebaut, muss ich sagen. Keine Ahnung, was das bedeutet, wenn man dahin drückt. Ich habe so das Gefühl, wir sollten so langsam mal eine Werft bauen. Ich weiß nicht warum. Wir bauen sie jetzt einfach mal. Aber ich möchte... Nein, das soll aus, genau. In die Werft kommt ja theoretisch nur Holz. Ich will das mal hier schön geregelt haben. Ich will jetzt hier nicht unmenschlich viele Boote bauen. Ich bin sehr kritisch gerade. Sehr, sehr kritisch. So, hier wird langsam abgeholzt. Ah ja, die Baracke ist fertig. Wahrscheinlich sind die Gegner irgendwie auf einer anderen Insel oder so. Aber er hat doch gesagt, der Erik meinte doch, die sind verfeindet, die beiden Wikingerstämme. Warum stehen die jetzt da als Also ich glaube, dass das Ich weiß es ja nicht. Egal, wir werden es sehen. Wir werden es sehen. Ich will unbedingt sehen, was hier hinten noch in dem Gebirge ist. Ich hoffe, dass ein bisschen mehr rumkommt als nur Kohle. Weil nur Kohle hilft uns ja auch nichts. Wir brauchen zumindest Eisen oder so. Am liebsten natürlich ein Hauch, so ein bisschen Gold. Besonders, weil uns auch langsam... Naja, nee, wir haben schon noch Soldaten. Dennoch. Baumstämme sammeln sich auch. Dafür geht uns das Holz aus, weil das alles hier rüber gelagert wird. Was? Was? Was ist das denn? Alles voll mit Steinen. What the fuck? Wie viele Steinbrüche können wir denn haben? Steinmetz, zwei Stück. Ja, ich meine, wenn wir so viel angeboten kriegen, dann... Ah, wir können hier nirgendwo was hinbauen.
Das ist ja herzallerliebst. Können hier einen hinbauen. Der kann dann hier so ein bisschen nach oben graben. Und hier. Damit irgendwas dabei rumkommt und vielleicht freigemacht wird. So, Werft wird auch gebaut, sehr schön. Ich glaube, dass die das einfach hier umgelagert haben, kann das sein? Ah, sehr schön, wir haben hier eine Brauerei. Kriegt auch Brunnen und Stroh. Ja, hier könnte man noch einen Bauernhof hinbauen. Machen wir so. Mal schauen, ob der das gut ausnutzen kann. So, die Kohlenbergwerke sind bald fertig. Er macht hier auch gut weiter, sehr schön. Ich habe so das Gefühl, dass egal, ob der hier die Bäume abholzt oder nicht, dass wir hier nicht viel mehr Platz bekommen. Ah, wir können ja noch ein bisschen warten. Ich meine, wir haben ja Zeit. Rennungen sind ja nichts davon. Jetzt produzieren wir ganz gut Fleisch. Oh, oh ja, Schinken. Schinken, es wird gar nicht mehr Fleisch genannt, es ist Schinken. Der Jäger ist auch noch unterwegs. Sehr schön. Ich glaube wirklich, dass der Jäger haben schon eine gute Reichweite. Ah, da ist noch ein Eisbär. Richtig schön, wie hier wieder rumgewuselt wird. Der baut hier auch schön alles ab. Sehr gut. Der wird dann auch abgerissen, wenn er unproduktiver wird. Genauso wie der Holzfäller und der hier unten. Dienen jetzt nur hier zur Platzverschaffung. Alter, die Werft ist auch so ein Riesengebäude. Ach, wir haben hier noch Äxte. Hier sind die Werkzeuge. Wir haben keine Holzfäller mehr, wir haben noch Äxte. Das heißt, wir können hier sehr wohl noch einen Holzfäller bauen. Sollte kein Problem sein. Weil dann nimmt sich quasi ein freier Arbeiter die Axt und wird Holzfäller. Schön. Gefällt mir gut, wie wir das hier anfangs angerichtet, aufgebaut haben. Weil ich hier immer noch mega unsicher bin. Hier läuft alles. Oh, wir haben auch schon unsere ersten Esel. Und von denen haben wir sogar 13 Stück. Das war im letzten Level, glaube ich, weniger. Hm, genau, die bauen jetzt Kohle ab. Sehr schön. Hier wird's langsam, ja, aber da wird sich nicht mehr rausgehen. Wenn wir hier weiter wollen. Und das wollen wir. Ich hoffe, dass in dem Gebirge noch ein bisschen mehr drin ist. So. Werft es gleich fertig. Bringen sie das ganze Holz wieder raus. Die sind verwirrt. Die sind so verwirrt.
Okay, jetzt haben wir hier eine Werft. Oh, oh. Jetzt glaube ich, machen wir kleine Boote und so machen wir ein Schiff. Ich hoffe mal, dass es so rum ist. Oh, das ist interessant. Ah, hier unten ist fertig. 30 Minuten gespielt, ja dann. Speichern und zwar sofort. Das ist gerade total neu für mich, das mit der Werft. Ich glaube, dass es die im freien Spiel nicht gab. Ich habe immer freies Spiel gespielt. Und da habe ich nie eine Werft gebaut. Gut, ich hatte auch größtenteils immer Maps mit Land. Mit mehr Land als Wasser. Da bin ich jetzt gespannt. Das will ich sehen. Vielleicht ist die Insel hier auch abgeschnitten. Der baut jetzt hier auf jeden Fall was Größeres. So, der Steinbruch ist am Bauen. Sehr schön. Was kommt hier als nächstes? Kommen wir hier weiter? Ja, schon. Gut. Ja, hier müssen wir uns halt erstmal durchbuddeln, gell?